Ich reiße irgendwo mein Schild herbei, werfe mich, wenn es denn geht, zwischen diesen Dingern in Deckung. Schau erstmal, was der Rest, sorry, was der Rest macht. Stellt mich hier unter so einer Auswucherung vom Schiff. Ja, es ist alles ruhig. Es gibt keine weiteren Geräusche. Die Leiche der Stadtwache liegt jetzt auf diesem schwarzen Eis und versinkt jetzt so leicht in diesen Rissen, die sich da gebildet hat, weil die Arche mit ihrem unglaublichen Gewicht eingebrochen ist. Gut, Versinkt kommt vor langsam. dem Fall. So viel zu einer Rachsucht. Ich gehe da nicht mehr vor, einer der anderen Stadtwachen. Das müsst ihr machen. Feiglinge. Fiona, hast du ein Schild dabei? Nee, aber ist mir egal, ich stapfe nach vorne. Ich fluche einmal, springe auf und eile ihr hinterher, um zumindest ein wenig Deckung geben zu können, falls jemand schießt. Bruder, schläft Verflucht, da und Frau, bleibt. willst du sterben? Bleibt in unserer Nähe, Bruder, Schwestern. Sollen wir Ich einfach mal so nach stehen hinten. bleiben? Guck die Alan an. Wir sollten mit Bedacht vorgehen. Ihr habt noch nicht so viel gekämpft, oder? Ich meine, so generell. Guck dich an. Genug. Mindestens genug, um zu wissen, dass man das hier, hält sein Schild hoch, meistens zwischen sich selbst und der Armbrust haben möchte. Aber bitte, wenn du sterben willst, geh. Kopfschütteln. Ansonsten nimm Na, den ich Schild schaff's. mit. Dann gehe ich etwas langsamer vor, gucke übertrieben lächerlich zu Jalan rüber, nach Motto so besser und ja, gehe langsam ein bisschen nach vorne. Ja, vor euch ragt die riesige Maulgrotte nach oben. Es ist ein ovalförmiger, ja, eine ziemlich ovalförmig große Grotte, die sich auch nach oben zu einer Galerie hin öffnet. Also da kann man wohl auch auf mehreren Stockwerken kämpfen, wenn man hier denn kämpfen möchte. Du kannst noch sehen, wie einige Planken gerade wohl mal verdaut worden sind. Du kannst doch ein. Das ist wohl das letzte Schiff gewesen, was mal gefressen wurde. Zumindest kannst du auf den Planken erkennen. Nersand. Woge von Nersand. Und noch einige ja, Teile von Rüstungen, die hier zerfressen werden. Alles, was irgendwie den ja, widerhöllischen Elementen Humus, Erz und Luft gehorcht, wird hier wohl gerade verarbeitet. Also du kannst es auch riechen, wie der Tang in der Luft liegt. Kannst es so intensiv auf deiner Zunge sogar schmecken. Algen, Salz, fauliges, modriges Holz. Dir kommt etwas in den Kopf. Ein lebender Organismus. Du stehst quasi in einem Maul. Und das ist nicht übertrieben. Du kannst sehen, wie sich hier Adern durch das Holz ziehen. Du kannst merken, wie das Holz arbeitet. Du kannst einige Käfer erkennen, die auf der Innenseite überall entlang kriechen. Ziemlich verwirrt sehen sie aus. Keine wirkliche innere Logik, die sie antreibt. Einige andere Insekten, die hier herumfliegen. Flechten, die nach diesen Insekten gegriffen haben. Ein Monsterleib. Und du stehst in dem Mund. Neben dir gluckert noch ein letztes Mal die Stadtwache. Und versinkt dann restlich im schwarzen Eis, im schwarzen Wasser. Ich drehe mich zu Jalan um. Beiß Waffen hier. Wenn's ein Maul hat, kann man's töten. Worauf wartet ihr? Da habt ihr recht. Dann vorwärts. Augen aufhalten. Irgendwo hier ist ein Armbrustschütze. Ja, Fiona dreht sich wieder um und bekommt ein Armbrustbolzen in das rechte Bein. Ich hab sie Okay. gewarnt. Ich hab sie gewarnt. Dann Du hast mich bekommst zu du spät gewarnt. Hier ist der Armbrustschütze. 11 TP in das Bein. Wie viel? 11. Okay. Verdammt! Ich überwinde mal meinen inneren Feigling und trete 2 Schritte vor, sodass ich mich und mein Schild zwischen sich und die Schussrichtung bringen kann. Verdammt, Frau, ich hab gesagt, hier ist ein Schütze. Aber Zu nein, ich gehe ohne spät! Schild nach vorne. Nee, der Du hast Schütze noch nie muss so sich ja schlechten nachladen. Anführer gesehen. Sieht jemand was? Sinnschärfe Probe. Erschwert um 8.
seid noch ziemlich verwirrt, dass sie jetzt auf diesem Kiefer, auf dem Unterkiefer dieser Arche steht. Könnt auch sehen, wie grünes, brackiges Wasser an euch vorbeifließt nach draußen. Fast wie Sabber aus einem geöffneten Mund. Gebrochene Spanten, Segelfetzen, sogar ein rostiger Anker, der hier gerade verarbeitet wird und vielleicht später so etwas wie ein Zahn darstellen soll, weil, naja, der Anker jetzt gerade verarbeitet wird als Erz. Ich hab's auch nicht geschafft, ich hab die Erschwernis nicht eingegeben. Brindigian steht noch ein bisschen weiter abseits, aber du konntest erkennen, dass dieser Armbrustbolzen wohl von der Galerie auskam, also vom oberen Stockwerk. Da kann man wenig gegen machen. Von oben, Bruderschwestern. Wir müssen unter die Ebenen kommen, dass er uns nicht direkt im Auge hat. Ich winkel mein Schild etwas nach oben an. Na dann, los, vorwärts und zügig! Und renne in die Grotte hinein. Das Gute ist, wird sich zeigen. Ich bleib direkt hinter Jalan. Ja, ich Rossi, sitze ja gerade zeig mal beide, ich bleib kurz. auch bei ihm. Moment, ich deck kurz meinen Sichtbereich auf. Zeig mal kurz auf der Karte. Ist diese Galerie komplett hier drüber oder läuft die irgendwie Genau, einmal also außen rum? hier gibt es ein zweites Stockwerk drüber, wo dann die Galerie kreisrund ja, in der nächsten Ebene dann liegt. Also man kann, wenn man zum Beispiel hier am Rand in der Galerie steht, hier in die Mitte runterschießen. Richtig. Dann möchte ich doch lieber hier rüber gelaufen sein. Also ein bisschen nach rechts. Konnte ich denn ausmachen, ob der eher von rechts oder von links kam, der Bolzen? Der kam von oben, also hier, ich zeig's einfach mal an. Siehst du den Pfeil? Ja, bestimmt, ne? Ja, den sehe ich. Genau, von da ungefähr. Ja, ich zeig mal darüber. Von dort drüben kam der Pfeil. Wenn wir uns dort drunter stellen, dann trifft er uns nicht. Na gut, dann weiter vorwärts. Hagmann, wo bleibt ihr? Ja, nach und nach kommen die anderen Leute euch folgend. Sind alle noch sehr verunsichert, aber ja, sie folgen. Moment, der Inquisitor selber ist nicht mitgekommen. Ist er nicht? Nee, aber die Unberührbaren sind mitgekommen. Passt genauso gut. Vielleicht ist das der Ochmir Hakenhand, der jetzt Rache nimmt. Seid ihr sicher, dass es eine gute Idee ist, Freunde? Ah, Uktan. Nein, ich bin mir sicher, es ist keine gute Idee, aber es muss getan werden. Also gut, dann dringen wir ihn vor. Dringen wir ihn vor, ja, da ich irgendwie der mit dem Schild bin. Was bist du? Der mit dem Schild. Nein, ich guck danach. Ach so. Richtig. Er ist so ein neues Bueno. Alan Fana. Das sehe ich. Dann stell nicht so dumme Fragen, Mädchen. Könnt ihr das klären, wenn wir hier lebend rausgekommen sind? Vor euch könnt ihr mehrere Gänge ausmachen, von der aus die Maulgrotte dann wegführt. Also zwei Gänge, die nach links und nach rechts, beziehungsweise nach oben und nach unten abführen. Und hier gibt es wohl einen Raum, der dann etwas weiter breiter wird. Und das könnt ihr dahinter erkennen. Ihr seht auch, wie da wohl Ankerstücke und Geländerteile verarbeitet worden sind zu Zellen. Aber Ja, ansonsten. ich kann hier durch einen Spalt schauen. Da sind irgendwelche Meerestiere drin. Riesige Hummer. Okay, ich blick mich zu, wie heißt die Fiona um? Könnt ihr wohl gleich zeigen, was Orax drauf hat? Ich gehe Voll. zuerst rum, falls ein Pfeil kommt. Dann sollten wir, wenn der Gang breit genug ist, zu zweit vorgehen können. Dann geht's los. Bereit? Los! Dann drehe ich mich Schild voran um die Ecke. Steuerung I. Ja, hier kannst du die Hibernatoren erkennen. Sprühferner Nebel liegt hier in der dunklen Luft, aber ohne Fackel kann man hier nicht wirklich viel erkennen. Nur grobe Umrisse von so etwas wie Wurzeln, feiste Wurzeln, die hier so etwas wie einen Raum öffnen, eine Nische, in der kannst du gluggernd erkennen, wie weitere Wasseradern nach unten rauschen und ja, Chitin gepanzerte Beine. Das sind weitere Humeria, die hier regungslos sich zurückgezogen haben.
Okay, ich gehe noch Witterstarre. Sie klotzen in die Leere. Kryptides Unwasser, was an ihrem Panzer entlangläuft und sie wässert. Okay, ich gehe noch 2-3 Schritt in den Raum hinein, damit die anderen Platz zum Durchgehen haben. Suche einmal auf der Dunkelheit. Hat jemand Licht? Feuer? Eine Lampe? Ja, aber dann sehen sie uns, die Schützen. Bist du sicher, ich soll Licht anmachen? Ja. Gut. Brindisi lässt seinen Stab aufleuchten und duckt sich dann direkt mal so ein bisschen weg und schaut sich, ja, schaut über sich, wo vorhin die Bolzen herkamen. Ja, die Leute, die hinter euch nach und nach vordringen, pirschen sich ebenso an den Rand dieser Maulgrotte. Du kannst sehen, wie einige Schilde erhoben worden sind. Lang nicht alle haben Schilde, aber Myria kann auf alle Fälle dann mit ihrem Schild einen der Bolzen abwehren und dann verschwinden die anderen ebenso wie ihr im Rand der Galerie, so dass er dann, wer auch immer da oben sitzt, nicht mehr treffen kann. Was ist das? Fandarios, werdet ihr daraus schlau? Haben wir jetzt hier Licht? Mein Stab leuchtet, ja. Diese Tiere, ich glaube, sie wurden auch gelähmt durch das Horn. Aber es sind so viele. Wir sollten ins Innere vordringen. Was meinst du, Jalan? Mir sind diese Tiere nicht geheuer. Ich trete trotzdem einen Schritt vor und stumpfe ihn mal mit der Schildkante an. Ja, du bemerkst, dass sie wohl wie in Winterstarre liegen, wie in einer Stasiskammer. Weiteres Wasser, was nachtblau an ihnen vorbeifließt. Kannst du noch erkennen, wie sie da wohl eine Kampfnarbe aufweisen? Da ist der Panzer auf alle Fälle geknackt und gerade an der Stelle fließt das Wasser wohl vorbei. Haltet euch bereit. Ich werde einfach mal versuchen und dann schlage ich ihm mit dem Streitkolben den Schädel ein. Oder den... was auch immer, wie man den Kopf bei Krabbentieren nennt. Es gibt einen lauten, schrillen Ton. Und dann fällt er aus dem Schlaf gerissen nach vorne. Der Schädel geknackt. Tot oder wehrt er sich noch? Tierkunde. Die habe ich sogar. Kleine Sekunde. Tierkunde. Das Ding ist tot. Ist klar, ich gebe ihm nochmal einen vermutlich wirkungslosen Tritt gegen den Panzer. Alles klar, ich denke, wir gehen hier einmal durch und machen den Nalninga aus. Du kannst sehen, wie die Käfer, die sich hier auf der Innenseite des Schiffes überall lang bewegen an den Winden, plötzlich aufhören und bewegungslos verharren. Und wir sollten uns beeilen. Ich warte gar nicht erst drauf, was der Rest macht. Geh direkt zum nächsten, wiederhole den Prozess. Zügig da hinten, los! Kapitän, das sollen das nicht lieber die anderen machen, während wir... wie ihr meint. Auch wahr, auch wahr. Ja, Gold, sieh zu, dass die Viecher hier nicht wieder aufstehen. Jawohl, mein Herr. Ja, Fiona, ich fürchte, ihr werdet die Hexe noch ein wenig... schonen müssen. Kein Problem. Ich gehe dann schnell einen Schritt hindurch. Verlasse mich darauf, dass der Trupp hinter uns das im Griff hat. Positioniere mich am Ende des Raumes. Und warte kurz, bis alle hinter mir aufgerollt sind. Ja, während ihr hört, wie hinter euch das Knacken der Panzer beginnt, könnt ihr sehen, wie Dutzende der Käfer plötzlich aus ihrer verharrenden Position auf euch zukrabbeln. Es sind... zählt kurz durch, Hunderte, Tausende. Von überall kommen sie aus irgendwelchen Astlöchern auf euch zugekrabbelt, aus Löchern, die eigentlich vorher gar nicht da sind. Ihr könnt sehen, wie sich weiteres Holz formt, weitere Käfer auf euch zukrabbeln. Krabbeln an euren Schuhen hoch. Was ist das? Krabbeln unter eurer Hose nach oben. Ich weiß nicht. Was sind das für Käfer?
Ich schüttel die mal so von mir ab. Kenne ich diese Käfer? Noch nie gesehen. Sie sehen aus wie Borkenkäfer, die sich in Hölzern niederlassen und andere, naja, andere Hölzer von innen aushöhlen. Aber haben große Beißwerkzeuge. Ihr könnt sehen, wenn ihr sie abschüttelt, wie sie dunkle Muster auf eurer Haut hinterlassen. Würfel doch mal bitte eine Mutprobe. Das Horn hört auf zu wirken. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Ich bin mutig. Vielleicht sollten wir es von außen versuchen. Ich möchte den Rest an andere Pläne. Nein, wir müssen nach vorne stoßen. Wir müssen das Herz finden. Das ist keine Wie sieht denn so ein scheiß Herz aus, hä? Wie ein Herz halt. Es schlägt vermutlich oder so. Oder es steht ganz dick drauf. Ich liebe sie halt. Geh da vorne! Einfach. Da vorne! Was zum... Bruder, Schwestern, es gibt sicherlich bessere Wege als hier lang. Dieser Haufen hier. Komm mit oder geh wieder nach draußen. Aber bleib nicht hier stehen. Das ist tödlich. Ist das ein Mensch? Gebt euch zu erkennen! Und dann, ja, von Everdai ist zum Zugzwang gezwungen, nehme ich mal neben ihm Stellung ein und decke den Gang nach unten ab. Everdai hat irgendwas erkannt. Ein Mensch, der nach vorne tritt, zumindest kann Everdai ihn erkennen. Tritt nach unten in einen Raum. Du überlegst kurz, das könnte so etwas wie ein Ausstieg gewesen sein, der aktuell verschlossen ist. Weitere unzählige Käfer, die sich hier bewegungslos niedergesetzt haben. Bewegungslos? Nicht ganz. Ihr hört nochmal, bleibt stehen, verharrt für eine Sekunde. Das Holz um euch erzittert. Ihr könnt sehen, wie Wellen durch das Schiff laufen, durch das Holz. Es weiter arbeitet. Weiteres Wasser, was hinunterfließt auf der Innenseite. Nebel, der euch einhüllt und grünliches. Ihr riecht wieder die Algen. Feiner Schimmel rieselt von den modrigen Holzwänden herab. Wir müssen weiter. Brindisian, nicht bummeln! Ja, Brindisian zittert leicht, aber er folgt unsicheren Schrittes. Keine Angst, Magier, ich bin hinter dir. Reagieren die Käfer irgendwie auf diesen Menschen, den ich da sehe? Die weicht zurück. Unter jedem seiner Schritte, die er in diesen Raum hineintritt, in den Rumpfausstieg, weichen sie an ihm vorbei, sodass er perfekt in die Lücken treten kann. Gnaden. Was geht da vor sich? Ich weiß nicht, diese Borkenkäfer, sie schrecken vor ihm zurück. Willkommen in der Gezeitenspinne, meine Herren. Ich bin Rodrigo. Er verneigt sich gönnerisch, so wie ein Gladiator es eben tun würde. Und nun beginnen wir. Wer seid ihr und womit beginnen wir? Ich habe meinen Namen bereits genannt, hört zu. Kämpfen. Was? Er tritt weiter auf euch zu und wartet in diesem kleinen Raum. Da stinkt mir nach einer Falle. Dann ist es wohl einer. Halt mal ein Schild. Ei. Ich trete dann erstmal in den Rand des Raumes, schau nochmal zu meinen Kameraden zurück, ob irgendjemand irgendwelche klugen Kommentare hat. Du kannst plötzlich hinter euch Geschrei vernehmen. Stammt wohl von verschiedenen Söldnern, verschiedenen Seefahrern. Einige bekannte Stimmen, ja, unter anderem die Maraskaner und das, was sie schreien. Das Maul geht zu! Weiteres Splittern von Holz, weiteres Knarzen. Verdammt, das Drecksvieh verschleppt uns. Handelt endlich, Anführer! Dadurch, ja, gestoßen, trete ich hinein. Schwert in der Hand. So, jetzt erzähl mal, warum geht das Maul zu und wer bist du? Ja, würfel doch mal eine Aufmerksamkeit bzw. Sinnschärfe. Schwert macht. Ich sehr erleichtert, weil ich Aufmerksamkeit habe. Beziehungsweise wir machen das anders, Intuitionsprobe so rum. Okay. Alle oder nur er? Nur er. Geschafft. 10 über. Ja, dann darfst du ausweichen, denn irgendetwas fällt von oben herab, als du durch diesen Türspalt gegangen bist. Du sagtest noch irgendwas von einer Falle und ja, tatsächlich irgendetwas fällt runter.
Natürlich. Muss ich ausweichen oder kann ich das parieren? Du kannst das meinetwegen auch parieren, das gelingt dir. Alles klar, dann berühre ich es. Sekunde. Wie weit ist der Typ von uns weg, Frossi? Das ist 1:1 hier auf diesem Ding. Sollte zumindest, ja, 2 Meter. Okay. Also für Ephadarius 2 Meter. Du willst das mit einem Anderthalbhänder parieren, alles klar. Ich dachte, du hast... Ich habe den Schild gerade draußen gelassen. Schild. Deswegen frage ich ja extra, ansonsten hätte ich nicht gefragt. Fallende Dinge kann man für gewöhnlich mit dem Schild parieren. Ja, du hattest kurz überlegt, was kann da runterfallen und ist das gesund, das zu parieren? Ein Tonkrug, der jetzt gerade aufbürst. Und Insekten, die herausströmen. Fliegen. Ja, ich hau mir mit der freien Hand so ziemlich überall hin, wo ich hinkomme. Brindigia, Tierkunde. Okay. Mit Insektenspezialisierung? Gerne. Das ist Sternkunde. Huch. Hey, sowas. Und daneben geklickt, okay. Sieht gelungen aus. Ja, ja, die Fliegen umhüllen Jalan und schwirren um seinen Kopf. Und nun, mein Herr, dann beginnt der Tanz. Ich möchte den Typen Sturm angreifen. Rodrigo würde angreifen. Ja, vermutlich. Würfel mal Intuition. Noch einmal, okay. Kann ich einen Sturm angreifen, Frosty? Ich stehe im Weg. Du stehst im Weg, also dann müsstest du Ephadarius beiseite. Drei Aktionen an Ephadarius, einen Schritt vorbei und dann Sturm. Ja, dann mach einen. Jalan, raus da! Raus da! Ich habe meine Intuition verkackt. Kann ich trotzdem mich nach rauswerfen? Also erstmal greift Rodrigo dich an. Und dann rennt Fiona an Ephadarius vorbei. Auf ihn. Ja, auf ihn, an Jalan, an Ephadarius vorbei, auf Rodrigo zu und möchte Sturm angreifen. Ja. Gehen wir irgendwann dann in die Ini, weil... Ja, genau, das machen wir jetzt. Okay. Lasst euch auf keinen Fall stechen! So, 4, dann bin ich bei der... 17. Du bist bei der 20 und Fiona ist bei der... Auch 20. Okay, dann dürfte einer von euch beiden anfangen. Wer hätte eure Inni? Fiona darf anfangen. Ja, wie gesagt, denn... Sturmangriff auf den Typen. Jo, alles klar. Ich bin noch am Hauen, also soll sie ruhig. Jo, mach mal. Jo. Sage ich beim Sturmangriff schon einen Hammerschlag an? Kann ich das machen? Nein. Weil der Sonderfertigkeit Wurfschlag beisteht? Ich habe gerade mal nachgelesen. Nein, du kannst den Sturmangriff durch eine Ansage zur Schadenserhöhung. Plus 5. Juhu. Plus 5? Weiß ich nicht, such dir aus. Aktion, Position. Du rennst auf ihn zu oder willst du einfach einen Sturmangriff? Weil Sturmangriff verbraucht dann den Rest an Attacken. So. Genau. Ja, wäre aber doch gelogen. Plus 5, weil ich doch den Sturmangriff erschwert habe, oder nicht? Genau, Sturmangriff ist erstmal plus 4. So, und dann hast du... Genau, richtig. Sturmangriff ist plus 4 und du hast jetzt eine 5er Ansage gemacht. Das heißt, das Ganze ist insgesamt erschwert um 9. Mit der 18 ist das nicht geschafft. Okay. Du stolperst auf ihn zu und er hat einen Passierschlag. Den benutzt er auch gleich. Schauen wir mal, ob er da irgendwie dir Schaden beibringen kann. Das sollte gelingen. Dann bekommst du noch einmal 7 TP. Ja. Und Jalan darf vorziehen, wenn er möchte. Ansonsten schlägt Rodrigo. Ich bin immer noch mit Insekten bedrückt. Kann ich sie packen und mit mir nach hinten hinausziehen oder ist sie dafür schon zu weit weg? Sie ist gerade an dir vorbeigestürmt. Und prinzipiell, du hast die gleiche Initiative, so könntest du sie jetzt packen mit einem Raufenangriff. Das wäre möglich. Du kannst sie genauso wegziehen. Okay, dann möchte ich sie erstmal am Genick packen und aus dem Raum hinausziehen. Hoffen, eine Sekunde. Ein Passierschlag kann man niemals parieren und nein, sie hat keine 3 Aktionen, weil ein Sturmangriff alle Aktionen verbraucht. Passierschlag ist aber gegen sie um was weiß ich erschwert, wenn sie... 8 Punkte. Ich pack sie nicht. Ja, 8 Punkte. Oh ja, ich greife ja um mich und entscheide dann, dass es besser ist, noch ein paar Insekten totzuschlagen.
Ja, schauen wir mal zu den Regeln. Totschlagen von Insekten. Da gibt es Regeln Ich muss für. gerade, ja, ich muss gerade gucken, wo ich hier den Topf mit den Insekten habe. Ob ich die hier finde. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Ja, was wollen die anderen machen? Also, Rodrigo greift jetzt Jalan an. Jalan schlägt einfach nur nach den Insekten. Ich Versucht, würde. sie Also, wegzuziehen. ich lasse mich nicht von ihm packen. Rodrigo schafft es aber auch nicht, dich anzugreifen. Also, passt. Ich würde gerne mal zu Yalan kommen, wenn ich das in einer Aktion schaffe. Ja, geht. Obwohl, ich brauche sowieso lange, ich brauche drei Aktionen, scheiße. Ich sage, Yalan, komm her! Und dann gehe ich auf ihn zu und fange an, einen Zauber zu sprechen. Um einen Moskito mit der Hand zu zerschlagen, muss eine GE-Probe gelingen. Bei gewürfelter 1 werden zwei Kreaturen erschlagen, bei einer 20 wirst du einen saugenden Moskito erwischen. Also das heißt einer, der dich gerade schon besaugt. Ja, dann würfel einen Zauber. Denn Rodrigos Attacke gelingt auch nicht. Hatte ich ja die 20 schon gewürfelt. Ich schmeiß meine GE, ja. Genau, eine GE, um Insekten totzuschlagen. Wer ist cool? Eins. Ich bin cool. Dann hast du sogar zwei Insekten kaputt gehauen. Wie viele habe ich denn? 500? Ich schaue gerade mal nach, was in dem Topf drin ist. 3W20. 46 Geil! Moskitos. Jetzt nur Kinder! noch 44. Ferdaus macht einen Schritt nach rechts. Freie Aktion sagt: Ich decke den Gang! Und dann nutze ich eine Aktion, um zur Mannschaft zu sprechen. Männer, keine Angst! Wir werden das Viech von innen besiegen! Und während du das sagst, könnt ihr spüren, wie sich die Arche bewegt, sich erhebt. Mit euch im Inneren, das Maul bereits geschlossen. Und dann spürt ihr das dumpfe, rhythmische Stampf. Zuerst vierfach, dann achtfach. Und die Arche bewegt sich mit euch im Inneren und marschiert wieder zurück auf die offene See. Ja, Brindigian, welchen Zauber? Brindigian hat derweil an Jalans Kleidung immer so rumgestrichen und dann gemurmelt: Amatrutz, Schild und Schutz. Ach, Azul! Es hat nicht funktioniert. Gut, Fiona hat Gesturmangriff. Steht jetzt also neben Rodrigo. Ja. Nächste Kampfrunde. Das heißt, das ist jetzt einmal durch. Everdaius wollte den Gang weiterdecken. Ja, Rodrigo würde weiter angreifen. Und zwar wandelt er um. Er schlägt zweimal nach Fiona. Ist der vor mir dran? Nein, du könntest vorziehen. Ich möchte vorziehen. Ja. Ich will ihn zuerst hauen. Mit Hammerschlag. Juhu. Ich wandle aber nicht um, das hatten wir schon geklärt, Frosty, ne? Ja, ist okay. Dann hast du zwei Schläge und eine Parade, ne? So rum war das. Genau, wie wir es machen, ja. Dann hast du immer noch eine Parade offen. Dann kannst du ihn Genau, einmal vielleicht mache ich ihn ja schlagen. auch vorher so kaputt, dass er nicht mehr. Oh. Genau, mach einfach einmal den ersten Hammerschlag. Ja. So. Der ist dann um 4 Schwert, wa? Genau. Kennen deine Regeln. Ja. Also Ich da hatte wo, dir das im ne? Forum aufgeschrieben. Ich 23 weiß. und der ist erleichtert um 4, erschwert um 8, sind 4, die noch als übrig bleiben. Genau, ich wollte nur noch mal. So, los. Bin ja 7 schon dabei. ist der erste. Dann kannst du einmal Schaden machen. Sind 6 mal 3 sind 18. Schauen wir mal nach. Ja, das 1, 2, 3. Ach ne, Moment, genau, ich hatte gesagt, er will zweimal angreifen, das heißt, er kann nicht parieren, er nimmt den Schmerz nicht hin, bricht zusammen und dann kannst du ein zweites Mal mit dem Hammerschlag draufhauen. Oh ja, nochmal. Mittlerweile kannst du bemerken, wie ein paar Insekten auf dir herumsirren. Ist mir egal. Warm. Gut, dann ein weiteres Mal Schaden. Er liegt jetzt kampfunfähig am Boden, weil wie gesagt hat er den Wundschmerz nicht gepackt. 9 mal 3 sind 27, dann ist er tot. Beschreibt die Szene. Ja, ihr seht, wie Fiona ihre Axt nimmt, einmal ausholt und ihm dann den Kopf aufschlägt.
Ja, beziehungsweise reißt ihm den Bauch auf und weitere Gedärme, die auf den holzigen, morastigen Boden auftreffen, platscht einmal. Und dann bist du nur noch von Insekten umgeben. Und ebenso Dijian, der jetzt gerade die ersten paar Stiche bemerkt. Ja, ich schlage wild um mich, nachdem der Zauber nicht geklappt hat, und rufe das auch den anderen zu. Erschlagt sie! Sie nehmen eure Erinnerungen! Schlagt sie tot! Ich gehe Könnt ihr zwei nicht Schritte auf. zaubern, Magier? Nicht gegen so viel Kleinvieh. Nun red nicht und schlag sie tot! Ich gehe einfach mal zwei Schritte nach hinten und schlage weiter. Brindilian fuchtelt wild rum. So Fossi, kennt die man. sind doch, woher genau sind die gekommen? Die waren in einem Gefäß direkt über der Tür. Das hat Jalan wohl irgendwie ausgelöst. Also der perfekte Falle, wenn man so möchte. Und dadurch, dass er dann dieses Gefäß abgewehrt hat, beziehungsweise dann es aufgeborsten ist, daraus kamen die. Jalan hat gerade die ersten paar totgeschlagen. Predigia darf auch einmal eine Gewandheitsprobe machen und Wascha auch. Es sei denn, sie will die gar nicht totschlagen. Ich heiße Fiona. Fiona. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und. Nö. Ja, ein paar haben sich jetzt auf dir niedergelassen und du merkst auch, wie es dir fast egal wird. Also die Schmerzen tut gar nicht weh. Du hast zwar schon einen Bolzen ins Bein kassiert. Moment, ins Bein? Da steckt halt Bolzen in dir drin. Wo kam der nochmal her? Britigian steht immer noch im Raum. Ephordaios, ja, was macht Ephordaios? Er bewacht weiter den Gang. Der bewacht Was ist weiter da den Gang. los? Ein paar Insekten, die auch rausflirren und sich dann hier bei dir niederlassen. Sind halt genug da. Dann würde Also ich auch nach denen fuchteln. Hat er Nachdem da wir. Feuer? Mal umgucken. Ja, Brindisian Stab brennt immer noch. Aber ich glaube, wenn man damit so gezielt nach Mücken schlagen kann. Ziemlich weiter, Schritt für Schritt zurück aus dem Raum raus. Wenn es geht, packe ich auch Brindisian mit. Ich würde mal auf den Toten zeigen. Zündet ihn an. Glaube ich. Komm mit, das ist egal. Lass ihn liegen. So, eh zu, das Maul. Komm da raus. Ich laufe schon in eure Richtung, aber ich zeige halt nochmal auf den Toten, auf deine Fackel, auf den Toten und laufe halt so ein bisschen langsamer als die Arrest so ein bisschen hinterher. Ich schlage erstmal fröhlich weiter, ich will die Viecher loswerden. Ja, also ihr entfernt euch dann auch wieder aus dem Raum, habe ich richtig verstanden? Jo. Ja, ihr lasst euch da halt alle Zeit der Welt, beziehungsweise nur ein paar Schritte, die ihr dann geht oder leicht lauft. Fiona lässt sich gerade besonders viel Zeit und Effort steht da weiterhin, passt auf den Gang auf. Ein paar Moskitos, die sich jetzt auch gerade auf deinem Hals niedergesetzt haben, sind halt nur Moskitos, ist ja egal. Ah, Effadarios, schlag sie weg! Ja. Brindijan wuchtet total wild mit seinen Armen rum und ich meine, die noch vor ein paar Wochen in Maraskan erlebt haben, wo die ganzen Insekten irgendwie überhaupt gar nichts ausgemacht haben. Von Das hinten ist. kommt Myria angerannt und rempelt euch fast um, zieht euch dann weiter weg, weg von dem Gang, weiter in das Innere der Arche. Lauft doch, ihr Idioten, lauft! Was? Wo wollten wir denn hinlaufen? Was ist Einfach ins los? Innere, weg von dem Spalt! Schüttelt dumm beim Kopf. Bleibt doch nicht wie die Idioten an der Tür stehen. Wir waren an der Tür, richtig. Warum waren wir an der Tür? Der Typ. Der ist tot. Ja, dann weiter, Weiter. das Maul ist zu. Ihr steht weiter im Gang. Alles um euch herum Weiter ist geht's. merkwürdig. Weitiger grüner Nebel, der hier liegt. Luft und ja, Stolperwurzeln, die euch umgeben, umwuchern. Weiteres Holz, was pumpt. Die Unterwasseradern. Die Gänge sind ungefähr 3 Schritt hoch, also sehr riesig und alles ist gigantisch, nicht für eure Dimension gemacht. Könnt Ich weitere gehe dann. Borkenkäfer erkennen, die ja euren Füßen leicht ausweichen. Einige, viele werdet ihr auch kaputt treten, aber an der Stelle, wo ihr die ja, zerquetschten Archenkäfer, Borkenkäfer dann zurücklasst, strömen dann weitere hinterher und irgendwie. Ja, wie Ameisen transportieren sie dann die toten Käfer wieder ab, pflegen sie in das Holz ein, in das Schiff. Und ja, ihr müsst euch erst einmal orientieren. Die anderen sind gerade noch irgendwie dabei, die Homeria hinter euch zu erschlagen, weiteres Knacken der Hibernatoren und ja, die Homeria, die dann.
Jalan, Brindytian, pass auf, hier ist... Ist das... Bewegt es sich? Da schaut man einmal zu dieser Wasserleiche. Die ist tot. Genauso verdurstet wie wohl die anderen durch den Ton. Ist schon tot. Also irgendwer rief geh, also wird gegangen. Immer weiter vorwärts, bis jemand anhält. Ja, die erste Treppe, die Jalan entdeckt hat, die Treppe nach oben. Aber dadurch, dass du nicht weißt, wie lang dieses Ding überhaupt ist und wo ihr überhaupt hin müsst, wie es zum Ausgang geht, ihr habt überhaupt keine Relation. Jalan kommt dann irgendwann in den, ich glaube, es ist ein Raum, wo ich hier gerade bin, gestolpert. Mhm, richtig. Er hält das mal kurz an, blickt sich um. Nicht allein oder ist der Rest mitgekommen? Das Licht geht hinter dir. Ich bin auch hinter dir. Ja, wir müssen... Wenn wir nach dem Herz suchen, ist es wahrscheinlich unten. Aber wenn wir den Typen auf der Galerie finden wollen, ist er oben. Wo lang gehen wir? Ich glaube, das Herz ist wichtiger. Innere... Hier lang, oder? Ja, der Raum, den Jalan eben noch kurz gesehen hatte, nach rechts weg, hattest du gesehen, dass das wohl sowas wie ein Bootsdock ist? Das Heck vielleicht, unregelmäßig hoch, ebenso wie diese Maulgrotte, nur dass du hier weitere Öffnungen sehen kannst, die nach draußen führen. Kalter Wind, der hier hineinzieht, du kannst zwei, drei große Ruderboote erkennen, ungefähr 6 Schritt lang, die noch relativ normal und profan aussehen, die hier wohl vielleicht von Piraten oder sowas genutzt worden sind, auf der Innenseite mit Halteseilen gespannt, und kannst noch einige Ruder und Harpunen sehen, also das ist wohl sowas wie ein Bootstock gewesen. Okay, da das Dock ja am Heck ist und wir nicht zum Heck wollen, sondern ins Innere, gehe ich mal den anderen Gang lang, schau hier rein, geh weiter, schau in den nächsten rein. Dann einfach daraus in dem Gang oder hier das Innere als irgendwie ein Schiffsinneres wiedererkennen? Also viele Gänge, wie gesagt ein Bootsdock, du weißt nicht genau, was wofür ist. Es hat eigentlich keine menschlichen Relationen, keine Maßstäbe, nichts, was irgendwie dich an Effort oder die Effort-gefällige Seefahrt erinnern würde. Das sieht nach Sackgassen aus, wir sollten umdrehen. Weiterer grüner Nebel, der um euch um die Beine herum schwebt und schwirrt. Es riecht immer noch nach Salz, nach morschem Holz. Ich geh mal in den Bootsraum. Schau mich kurz um, nordwärts, südwärts, betrachte die Wasserleiche argwöhnisch. Entscheide mich dann für den einzigen Gang, der weiterzuführen scheint. Ja, du kannst doch durch das Loch nach draußen sehen. Kurz überlegst du vielleicht einfach nach draußen zu springen, um wieder aus der Arche hinauszukommen. Aber da geht's so um die 8, 10, 12 Schritt nach unten. Dadurch, dass ihr wieder auf den Spinnenbeinen lauft, die bewegt euch unglaublich schnell. Auf der Eisfläche bzw. der Wasserfläche wieder in irgendeine Richtung. Das kannst du nicht genau abschätzen. Du weißt nicht, in welche Richtung ihr lauft, aber hier hinausspringen bei voller Geschwindigkeit ist absolut tödlich. Vor allem, wenn man ins kalte Wasser fällt und nichts drumherum ist. Ich weiß ja nicht mal, wo wir sind. Hier ist auch zu! Habt ihr noch einen Gang gesehen? Da vorne war doch links ein Raum. Hast du da reingeschaut? Da ging es nicht weiter. Wir meinten an der Kreuzung. Vielleicht müssen wir durch den Raum, der beschützt wurde. Nee, im Leben, da gehe ich nicht mehr rein. Versuchen wir es in der Maulgrotte nochmal. Da ging's doch, gab's doch mehr als nur einen. Hier ist doch eine Treppe nach oben. Was? Wo? Hier. Hey, sorry, ich sehe sie nicht. Ah, hier. Da ist eine Treppe. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, so ist das. Passiert, wenn man nicht aufguckt. Aber ich dachte, wenn wir nach dem Herz suchen, sollte es eher unten sein, oder? Woher wissen wir das? Ich habe es mal gedacht, weil unten wird man auf einem Schiff nicht so schnell angegriffen. Außer es sind diese komischen Risse. Na ja gut, Treppe hoch. Ich will nicht ins Herz, ich will einfach nur nach oben in die frische Luft. Wir müssen das Ding schnell töten, bevor es uns weiß Gott wohin bringt. Was ist, wenn es tot ist? Dann sind wir im offenen Wasser und dann leichten Beute für alles, was dort schwimmt. Dann war's, da hinten waren Ruderboote, mit denen fahren wir dann irgendwo hin. Ich gehe dann hinter, neben, vor Elfadarios, wie er es gerne hätte, die Treppe hoch. Hoffentlich steht uns bei, ist das chaotisch.